Prinz William auf Distanz, kein Grundtreffen mit Prinz Harry. Um seine Stippvisite in London hat Prinz Harry, 38, kein öffentliches Aufhebens gemacht. So überraschte der Royal die Weltpresse, als er am 27. März 2023 plötzlich vor dem High Court in London auftauchte. Der Sohn von König Charles, 74, hat einen kleinen Coup gelandet, endlich durfte er einmal die Medienleute überrumpeln. Nichts von seinem Besuch in der alten Heimat war zuvor durchgesickert. Was darauf schließen lassen könnte, dass selbst der Palast nicht involviert war. Immerhin soll der laut des frisch gebackenen Memoirenautors immer einmal wieder Informationen über ihn nach draußen gegeben haben. Selbst sein Vater und Prinz William, 40, könnten also verblüfft über das Auftauchen des Exil-Royals gewesen sein. Und während der Deutschlandtrip des Monarchen vermutlich kaum Zeit für eine Begegnung gelassen haben dürfte, hat auch der Thronfolger eine Ausrede parat, falls der Jüngere das Gespräch suchen sollte. Um konkreter zu werden, es dürfte William kaum etwas daran gelegen sein, seinen Bruder zu treffen. Die Enthüllungen in Harrys Buch Spare, deutscher Titel, Reserve, haben die darin deutlich beschriebene Kluft zwischen den Geschwistern womöglich noch mehr vertieft. Der Jüngere erinnert sich an kindliche Rivalitäten, die sich im Erwachsenenalter fortsetzten. Der absolute Tiefpunkt, eine handgreifliche Auseinandersetzung nach einer Diskrepanz über Herzogin Meghan, 41. Harry beteuerte in Interviews rund um das Erscheinungsdatum seiner Lebenserinnerungen jedoch wiederholt, dass er sich eine Aussprache mit der Familie wünsche. Die Voraussetzung, eine Entschuldigung bei seiner Frau für das erlittene Ungemach durch Angehörige und Presse während der Zeit der Sussexes als arbeitende Royals. Es wurde allgemein angenommen, dass Friedensgespräche im Rahmen der Krönung von Charles stattfinden könnten, vorausgesetzt, Harry und Meghan entscheiden sich zu ihrer Teilnahme. Doch nun böte der Blitzbesuch des abtrünnigen Monarchensohnes die perfekte Gelegenheit für ein Antasten in einer weniger angespannten Situation als bei einem staatstragenden Anlass. Doch Vater und Bruder sind beschäftigt. Doch während sich Charles auf Arbeitsreise befindet, könnte William eigentlich ein wenig Zeit freischaufeln. Der dreifache Vater genießt aktuell die Osterferien mit seiner Familie angeblich auf ihrem Landsitz. Allerdings sieht Royal-Expertin Ingrid Seward absolut keine Notwendigkeit für den Thronfolger, seine kleine Auszeit für Harry zu unterbrechen. Von allen Mitgliedern der Familie wird William in Spare am meisten kritisiert. Es gibt keinen Grund für ihn, den Bruder zu sehen, der ihn fertig gemacht hat. Es sind Ferien für die Kinder und eine seltene Gelegenheit für sie alle, in ihrem Haus in Norfolk zusammen zu sein. Anführungszeichen. An dem Herzensort, wo die Familie bereits während der Corona-Pandemie Zuflucht suchte.